Hallo Leute, heute gibt es einen neuen Update von unserem Unimog. Und zwar sind wir jetzt in Woche 4. In Woche 4 haben wir mal genauer geguckt, was eigentlich so mit unserem Unimog los ist. Dabei ist uns aufgefallen, als wir am Samstag, am Feiertag, wo wir ja leise sein müssen, dass unser Unterboden. Hi Q, du bist ja auch da. Ist uns aufgefallen, dass bei dem Dämpfern hinten an der Hinterachse eine Aussparung gemacht worden ist, die ihr jetzt hier seht. Diese Aussparung ist genauso tief, dass das obere Blech leider auch der Innenraumblech ist. Das bedeutet, dass es eine extreme Wärmebrücke nachher sein könnte. Und daher mussten wir schauen, wo dieses Loch genau oben rauskommt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass es Gott sei Dank unterm Bett liegen würde. Daher haben wir Glück, weil das stört ja nicht unterm Bett. Am Samstag war leider das Wetter nicht so schön und man darf ja auch Sonntag nicht laut sein. Also haben wir uns dazu entschieden, einen Sonntag zu machen. Dafür haben wir dann am Montag angefangen, mal hier was im Innenraum zu machen. Wie ihr seht, hat Bjarne die Beifahrersitze schon ausgebaut. Eigentlich sollte er das leider noch nicht machen, weil eigentlich war ich noch nicht so weit. Aber er meinte, das muss jetzt unbedingt gemacht werden. Also hat er sich daran gemacht und hat die Beifahrersitze ausgebaut. Nun sind sie draußen und ich konnte genauer sehen, was jetzt alles los ist. Wie ihr hier seht, habe ich schon die Verkleidung abgenommen. Hier und dort. Dort habe ich auch die Halterung für das Radio und für das Funkgerät ausgebaut. So, jetzt haben wir alle Verkleidung aus dem Fahrerhaus ausgebaut, was ja auch schon mal richtig gut ist. Gleich zeige ich euch nochmal ein Bild. Hier seht ihr das Bild. So sah das vorher aus mit Verkleidung. Und jetzt ist sie raus. Jetzt kann ich richtig schön sauber machen, überall in allen Ecken den ganzen Sand rauskriegen, der leider sehr viel hier drinnen liegt. Ebenfalls habe ich das geschafft, in der Woche zu schauen, wo unsere Roststellen sind, damit wir bei Korrosionsdepot nachschauen können, was für Mittel wir bekommen. Da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und da oben war Rost und hier, oh, so viel Sand. Hier seht ihr auch schon Rost. Ich hoffe nur, dass das noch nicht ganz durch ist. Laut meiner Vermutung nicht. Ich denke mal, dass man das noch hinbekommt. Der Korrosionsschutzdepot hat auf jeden Fall mir Mittel empfohlen, die ich für diese Stellen hier benutzen kann. Sorry für die Kameraeinstellung. Ich kriege das noch nicht ganz so gut hin. Da. Nun sehen wir den Rost. Da platzt die Farbe schon ein bisschen auf. Und hier überall Sand. Oh, so viel Sand. Leider muss ich da gucken. Schauen wir mal nach unserem Zündschloss. Wie ihr seht, es ist immer noch nicht neu. Aber da haben wir jetzt Bescheid bekommen, dass das doch irgendwann funktionieren könnte. Das ist das, was wir geschafft haben. Mal schauen, vielleicht kommt nächste Woche dann eigentlich das Zündschloss und dann können wir eigentlich auch wieder fahren. Für einen Daumen nach oben oder ein Abonnement wäre ich sehr dankbar. Und dafür bis zum nächsten Mal. Tschüss.